Tragisches Molly-Unglück in der Nähe des Ostseebades Kühlungsborn. An einem unbeschrankten Bahnübergang in Wittenbeck wurde am 26. September ein Wohnmobil von der Bäderbahn erfasst. Bei dem Zusammenstoß kam ein 72-jähriger Mann ums Leben, die 71-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Das Paar aus Wismar wollte offensichtlich gegen 11 Uhr vom Campingstellplatz in Wittenbeck kommend die Gleise überqueren. Der Fahrer soll zunächst vor dem Andreaskreuz gehalten haben, sei dann aber doch plötzlich losgefahren. Trotz Vollbremsung konnte der Lokführer den Zusammenprall nicht verhindern. Das Wohnmobil wurde noch etwa 50 Meter weit mitgerissen. Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort waren, konnte dem Fahrer nicht mehr geholfen werden. Ja, die Schwierigkeit bestand darin, natürlich wir als Feuerwehr, dass wir dort die Person, die da noch drin lag, erstmal bergen mussten. Das gestaltete sich sehr schwierig, weil es schwerst angeklemmt war. Und ja, jetzt müssen wir natürlich die ganze Geschichte hier abwarten. Jetzt ist die DEKRA da, untersucht das Ganze. Und ja, dann müssen wir nachher gucken, dass wir das Wohnmobil beiseite geräumt kriegen, dass der Molly da auch wieder wegfahren kann. Die 35 Fahrgäste der Bäderbahn Molly blieben unverletzt. Für sie wurde ein Bus zur Weiterfahrt bereitgestellt. Ich habe gestanden im Zug. Ich habe mir gerade da so ein Werbeplakat angeguckt. Und auf einmal, wie gesagt, war ein Bahnübergang. So habe ich es ebenfalls angenommen, weil er ja gehupt hat, der Zug. Und sag ich mal, gefühlte 30 Sekunden, eine halbe Minute später hat er gebremst und hat gestanden. Ja, dann staunt man erstmal, was steht da hier auf der freien Strecke? Und da bin ich gucken gegangen, oh, sag ich, das ist ja was passiert. Und da haben wir das schon liegen sehen, da dem Wohnmobil. Schlimm ist das gewesen, wenn man sowas erleben muss als ältere Frau. Da geht einem sonst was durch den Kopf und man wünscht dem Moment nur diejenigen, dass einigermaßen alles gut ausgegangen wäre, aber es ist nicht. Die Bahnstrecke war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten den gesamten Sonntag gesperrt. Am Montag konnte der Zugbetrieb zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm wieder aufgenommen werden.